Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Sims 2 Verona Will. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Tag an der Akademie Le Tour. Und gleich nochmal hi, ich schneide die Folge gerade und habe leider jetzt erst festgestellt, dass es da bei der Aufnahme irgendein Problem gab und das Gameplay ganz komisch ruckelt. Ich weiß nicht genau warum. Ich hoffe, dass ich das jetzt noch demnächst rausfinde, was da OBS für ein Problem hatte. Aber auf jeden Fall wollte ich euch das ganz kurz sagen. Ich habe das leider erst gemerkt, nachdem ich schon gespeichert hatte und kann deswegen die Folge jetzt nicht nochmal aufnehmen. Und dachte mir, ich lade sie der Vollständigkeit halber jetzt trotzdem mal hoch. Ich hoffe, es ist nicht allzu nervig. Ich kann aber vollkommen verstehen, wenn ihr dann sagt, dass ihr lieber auf die nächste Folge warten möchtet. Genau, das wollte ich euch nur kurz mitteilen. Beim nächsten Mal gibt es dieses Problem hoffentlich nicht mehr. Viel Spaß! Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich mir nochmal diesen Mod genauer anschaue, den ich installiert habe, damit die Studienzeit ein bisschen kürzer ist. Und dabei habe ich festgestellt, dass es zwar noch andere Versionen davon gibt, die sind aber alle noch kürzer als die Version, die ich gerade installiert hatte. Und deswegen habe ich den jetzt erstmal rausgenommen. Das bedeutet, wir haben jetzt aktuell die Regelstudienzeit, sag ich mal, von 72 Stunden. Ich weiß noch nicht, ob mir das dann am Ende zu lang wird. Da müssen wir vielleicht jetzt einfach so ein bisschen rumexperimentieren und schauen, wie das läuft. Eventuell behalte ich das jetzt erstmal so bei, bis der Haushalt sich ein bisschen verkleinert hat oder so. Dann ist das vielleicht auch wieder einfacher, alles zu managen und man kommt auch zu mehr Dingen, hoffe ich jetzt einfach mal. Genau, aber ich habe den Mod jetzt erstmal wieder rausgenommen und die Studienzeit ist nicht mehr verkürzt. Und Theo hat einen Logikpunkt bekommen. Oh, das ist schön. Ich sehe gerade, Julia ist gerade im Unterricht. Muss noch jemand bald in den Unterricht? Oh ja, Hermi muss in einer Viertelstunde. Alles klar. Und die trainiert gerade Körper. Mhm, okay. 16 Uhr, 18 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr. Okay, die anderen müssen alle erst ein bisschen später. Das ist schon mal gut zu wissen. Wie sieht es denn mit den Punkten aus? Wir fangen vielleicht mal oben an. Hermi hat jetzt alles schon erfüllt, was sie braucht. Ja, perfekt. Sehr gut. Julia braucht noch einen Mechanikpunkt. Pete hat auch schon alles. Mit Victoria brauchen wir noch ein bisschen was. Okay, okay, okay. Hermi geht jetzt erstmal in den Unterricht. Und wir können ja mal gucken, wie Theo ist gerade hier. Theo ist gerade hier. Was brauchst du? Charisma. Okay. Charisma, Charisma. Wo haben wir denn... Wenn er jetzt hier reingeht und an dem Spiegel Charisma übt, blockiert er dann die Tür? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Vielleicht kriegt er den Punkt auch super schnell. Aber es wäre jetzt unpraktisch, wenn dann andere Leute nicht mehr aufs Klo gehen können. Oh mein Gott, wie er gleich rumraged. Kann ich Hermie sprechen? Nee, die ist nicht da. Sorry. Wer auch immer das war. Ich glaube, irgendeine Professorin? Warum ist er so wütend? Ha, na gut. Wie sieht es denn bei den anderen aus? Wen sehe ich hier? Oh, Romeo. Was machst du hier? Oh, spielen die beiden zusammen Dart? Unterhalten sie sich gerade hintereinander? Macht wahnsinnig viel Sinn. Ihr beiden. Das macht sehr viel Sinn. Aber schon süß, dass sie so ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Sie haben auch so eine gute Beziehung. Das freut mich voll. Aber mit Romeo müssen wir auch noch ein bisschen was lernen, fürchte ich. Dann machen wir jetzt mal Schluss. Und, oh, wir brauchen Körper und Mechanik. Und Victorio braucht Kochen und Charisma. Kann Romeo eigentlich trainieren? Wie geht das denn? Ist das gar keine, nicht so eine Selbstinteraktion? Oder geht das nur, wenn der Trainer auftaucht? Ach so, aber er hat auch noch gar keinen Körperpunkt. Das heißt, es könnte daran liegen. Okay, dann darfst du jetzt auch einfach mal hier ein bisschen Seil springen. Ich stelle sie einfach jetzt hier hin und fängt an. Ich finde das so... Das ist so random. Er macht es auch noch nicht so gut. Aber ey, das ist alles ein Übungsprozess. Das ist ein Übungsprozess. Ich habe auch mal ganz kurz, das war eine sehr kurze Phase in meinem Leben, da war ich in so einer Rope-Skipping-Gruppe. Keine Ahnung, ein Jahr oder so habe ich das gemacht, weil dann sollten wir uns irgendwie, sollten wir bei irgendeinem Wettbewerb mitmachen und da habe ich kalte Füße bekommen und bin einfach nicht mehr hingegangen. Das war so in der 5. Klasse oder so. Ich hatte immer Ultra-Probleme irgendwie mit Wettbewerben und sowas. Ich dann immer, das ging einfach nicht. Naja, aber es ist, was ich eigentlich sagen wollte, worauf ich hinaus wollte, war, das ist echt schwierig. So, also, da muss man schon üben, gerade dann für diese komischen
verschiedenen Sprungstile. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber da waren schon Sachen dabei, die konnte ich nicht. Die habe ich auch nie gelernt in diesem Jahr. Okay, Sidetrack vorbei. Victorio. Wir widmen uns kurz Victorio. Der braucht Kochen und Charisma. Geh doch erstmal kochen lernen. Ich möchte gerne, meine erste Priorität ist jetzt gerade, dass alle die nötigen Punkte lernen. Und dann können wir uns hoffentlich auf andere Sachen konzentrieren. Aber ich möchte hier erstmal alles in trockenen Tüchern haben. Warte mal, was? Peter hat seine Arbeit geschrieben? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich bin so verwirrt schon wieder. Ja, er hat seine Seminararbeit geschrieben. Ja, krass. Ja, heftig. Dann wird er heute wahrscheinlich in den Unterricht gehen und dann ist Pete für dieses Semester schon mal safe. Ich bin sehr stolz auf dich, mein Junge. Sehr stolz. Habe ich jetzt eigentlich noch irgendjemand vergessen? Juli ist. Wann ist Juli nach Hause gekommen? Kommt da eigentlich eine Meldung, wenn die wieder da sind? Aber sie spielen echt alle sehr gerne Dart, habe ich den Eindruck. Ja, voll schön. Lass uns doch was zu essen holen. Hier, es gibt. Ist das ein Omelett? Oder ein Taco? Ich weiß es nicht. Steht das hier? Ah, voll schade, dass dann irgendwo das angezeigt wird, was das eigentlich gerade ist, was da rumsteht. Wer hat noch Hunger? Die Boys? Oh ja, Theo hat Hunger. Und Victorio hat auch Hunger. Aber Romeo nicht? Hat Romeo vor. Oh, Theo muss jetzt in den Unterricht. Nee, Moment, das ist gar nicht Theo. Ich verwechsel die immer, weil die beide rote Haare haben. Das ist echt schwierig. Es fällt mir ja so schon schwer, die auseinanderzuhalten, alle. Und jetzt verwechsel ich ständig Pete mit Theo und Romeo mit Victorio. Das ist fürchterlich. Naja. Wer ist jetzt noch da? Moment. Ich habe Victorio aufgetragen, dass er was essen gehen soll, aber ich habe ihm gar nicht gesagt, dass er das Buch weglegen kann. Es ist eine effiziente Folge. Das merke ich schon hier. Es ist alles, läuft alles sehr, sehr effizient heute. Geht auch voll langsam. Warum geht er so langsam? Oh, Julia denkt an ihn. Ich habe noch so große Pläne mit euch beiden. Wie sieht's hier drüben aus? Hast du jetzt deinen Körperpunkt bekommen? Moment, wo muss ich ihn hin? Nee, hat er nicht. Warum hast du denn jetzt deinen Körperpunkt noch nicht bekommen? Du sollst noch ein bisschen Seil springen. Er hat ja noch gar nichts geschafft, ungefähr. Ah, okay, und jetzt müssen Pete und Victorio in den Unterricht. Ja, ist noch kurz seine Mac and Cheese fertig, das ist in Ordnung. Wann hat Romeo Unterricht? Um 18 Uhr, dann haben wir noch ein bisschen Zeit, um ihn zu quälen. Sieht so witzig aus. Und weil er auch immer mit einem Bein zuerst hüpft. Hermi? Ich würde diese Reaktion jetzt nochmal bedenken, wenn ich du wäre. Der sieht vielleicht gut aus, aber ich würde die Finger davon lassen. Ganz ehrlich, ich würde einfach die Finger davon lassen. Außerdem bist du doch jetzt verlobt. Mit dem süßen Pete. Was macht Julia da eigentlich? Internetrecherche über Spiele. Rangeln spielen? Nee, Alter, was? Sind wir fünf oder was? Nee, Juli, ah nee, nicht alle Bücher weglegen. Juli, du brauchst noch einen Mechanikpunkt. Und Hermia? Ach, Hermia hat schon alles. Ja, dann kann Hermia die Seminararbeit anfangen. Genau. Victorio geht jetzt zum Unterricht. Ah ja, er ist noch in der Zeit einigermaßen. Es ist knapp. Aber Gott sei Dank teleportiert er sich ja dahin. Von daher haben wir kein Problem. Okay, und Romeo kommt auch voran mit seinem Körperpunkt. Das ist gut, weil du musst in einer Stunde zum Unterricht. Aber er ist noch nicht wirklich besser geworden. Ich finde es aber auch sehr gefährlich und bedenklich, dass er das in Flipflops macht. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Vielleicht hätte er sich vorher umziehen sollen. He did it. Okay, er hat jetzt einen Körperpunkt. Das heißt, nee, er kann immer noch nicht trainieren. Das ist echt sehr schade. Warte mal, was? Hä, ist da gerade jemand an ihm vorbeigelaufen, der stinkt, oder wie? Wie darf ich das verstehen? Weiß es nicht. Dann, Romeo, darfst du jetzt noch ein bisschen die Zeit totschlagen, weil in einer halben Stunde musst du eh los. Okay, wie läuft's hier? Bei Julia läuft's ganz gut. Und bei Hermi auch. Aber ich meine, die Seminararbeit dauert jetzt auch länger, oder? Das würde zumindest Sinn ergeben. Oder?
Man geht schon auch relativ schnell. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Was machst du jetzt hier? Er spielt My Sims. Oh, cute. Romeo hat in einer Stunde Unterricht. Ja, dann. Viel Spaß. Viel Spaß, kleiner Mann. Ich hoffe, du hast einen guten Tag. Okay. Oh, und Theo ist wieder da. Wunderbar. Oh, er ist halt wirklich schon wieder im Schlafanzug in den Unterricht gegangen. Warum? Warum machst du das, Theo? Ja, hol dir erstmal was zu essen. Und ich glaube, dann muss er sich waschen. Müssen wir ein bisschen auf seine Hygiene achten. Oh, Juli hat einen Mechanikpunkt bekommen. Awesome. Dann hat sie jetzt auch alles gelernt. Perfekt. Dann, wie sieht es hier bedürfnismäßig aus? Nicht so gut. Aber du kannst auch noch anfangen, hier die Arbeit zu schreiben. Oh, ich finde das echt gerade sehr, sehr anstrengend, dass wir so viele Haushaltsmitglieder haben. Ich bin froh, wenn sich der Haushalt ein bisschen verkleinert. Wir haben ja jetzt, Moment mal, wer ist denn der älteste? Theo, ne? Genau. Theo, ah, das ist, stimmt, das ist sein letztes Semester. Das heißt, der fällt dann schon mal weg, was ein bisschen traurig ist, aber, well, so ist es halt. Und Julia ist im, ach, die ist erst im zweiten Jahr. Ich dachte irgendwie, die wäre im dritten Jahr, aber klar. Ich glaube, Theo hatte 2 Jahre Vorsprung. Ja, gut. Aber dann haben wir jetzt zumindest nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Sims. Oh, immer noch ziemlich viel. Ja, mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Mal schauen. Theobald? Warte, was? Was ist das? Freundschaftlich umarmt werden? Wer ist das? Kennen wir die überhaupt? Beate Jansen? Anscheinend? Ach, nö. Solche Idioten, echt. Es wäre so witzig, wenn es nicht auch so nervig wäre. Jetzt steht er wieder da und weint. Och Mann, Theobald. Aber echt, die schenken sich aber halt auch gar nichts, ne? Die schenken sich nichts. Die sind beide einfach anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Theo, ich werde euch jetzt trennen. Geh bitte duschen. Du stinkst nämlich, danke. Ach, und er braucht auch noch einen Charisma-Punkt. Haben wir hier oben auch Spiegel? Ja. Ja, klar, da haben wir Hermie umgestylt. Hier, dann kannst du da reden üben. Viel Spaß. So, und du bist auch wieder da. Das ist natürlich auch sehr schön. Boah, dass diese beiden sich nicht benehmen können. Was ist das hier? Über Hobby reden. Okay, oder auch nicht. Was brauchst denn du jetzt hier noch? Du brauchst Kochen und Charisma. Alles klar. Dann fangen wir jetzt mal mit Kochen an. Oh, Hermia. What? Hermia ist auch fertig? Das ging deutlich schneller als gedacht. Ja, krass. Na dann, darfst du jetzt... Du hast jetzt Freizeit. Herzlichen Glückwunsch. Was ist mit Juli? Juli hat aufgehört wegen Spaß. Okay. Dann darfst du auch vielleicht einfach mal kurz dich waschen gehen, Juli. Genau. Wer braucht denn jetzt außer Victorio noch irgendwelche Punkte? Theobald, genau. Ah, und Romeo auch. Okay. Aber der Rest ist fertig. Sehr gut. Also nur noch die unteren drei. Das kann ich mir dann hoffentlich ganz gut merken. Hoffe ich. Wie läuft's hier? Er hat auf jeden Fall den Kochenpunkt schon fast gelernt. Oder lernt er kochen? Ja. Sehr gut, sehr gut. Und dann... Wie viele Stunden haben wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt noch 39 Stunden bis zur Abschlussprüfung. Okay. Schon viel Zeit, aber eigentlich im Endeffekt ist es halt nur einen Tag mehr als vorher. Das ist abgefahren. Das ist abgefahren. Ich bin gespannt, ob mir das dann am Ende doch zu lang vorkommt und ich wieder auf den 48-Stunden-Mod schwenke. Aber gut, das werden wir dann noch rausfinden. Dann darfst du jetzt auch mal hier rüber gehen und noch mal ein bisschen Charisma lernen. Boah, bin ich froh, wenn wir diese ganzen Punkte gelernt haben, ey. Das ist ein Aufwand hier. Ja, Theo hat's geschafft. Sehr gut, Theo. Du musst heute deine Arbeit nicht mehr schreiben. Das machen wir dann vielleicht morgen. Du kannst jetzt ein bisschen Freizeit haben. Ach, und hier. Mein Lieblingsmonty ist wieder da. Nicht. Was fehlt denn dir noch? Mechanik. Ist gerade die Blonde da, mit der er flirten soll? Wartet mal. Wie hieß die nochmal? Hä? Warum sehe ich denn die jetzt nicht? Ach doch, hier. Margareta war das. Warum sind die noch keine Freunde? Aber wohnt die hier? Oder war die hier nur zu Besuch? Das ist auf jeden Fall nicht Margareta. Das hier ist auch nicht Margareta. Ich glaube, Margareta wohnt gar nicht hier.
Ach so, ich dachte, die wohnt hier. Ja, das ist ja voll blöd. Aber wir können ja auch mal hier uns ein bisschen mit Beate unterhalten. Hier, geh doch mal plaudern. Was macht ihr denn jetzt schon wieder? Nein! Oh mein Gott, warum liegen hier überall leere Becher rum? Also ich hoffe, die sind leer. Ihr kleinen Schweinchen. Schmeißt sie doch nicht einfach auf den Teppichboden. Das ist ja voll ekelhaft. Der klebt bestimmt ganz, ganz widerlich. Okay. Sorry, Pete. Ach, lol, das ist Pete. Ich habe gar nicht gerafft, dass es Pete ist, der hier mit ihr Ball spielt. Was macht er jetzt? Mitmachen? Ach, ich habe schon wieder einen falschen Sim ausgewählt. Pete schneidet die Hecke. Oh ja, stimmt. Boah, das könnten. Oh, perfektes Timing. Victorio hat seinen Charisma-Punkt bekommen. Und jetzt kann sich Victorio auch hier um die Hecken kümmern, weil sein Hobby ist ja Natur. Das fügt sich ja perfekt. Okay, wie läuft's hier? Ich glaube, es läuft ganz gut. Was können wir denn hier? Wir können mal einen Witz erzählen. Was ist denn? Unterhalten Breakdance? Ich habe keine Ahnung. Fängt er dann wirklich an zu Breakdance? Das wäre ja so witzig. Auch random, aber auch witzig. Okay, ich mache ein bisschen schneller hier. Ich will jetzt den Breakdance sehen. Na, aber, hey! Ätzend. Jetzt geht sie einfach und ich kann sie nicht mehr anklicken. Ah, okay. Wenigstens die beiden interagieren nett miteinander. Ich dachte schon, dass er. Warte mal, sind die gerade beste Freunde geworden? Halt, stopp. Oh, ich habe gerade aus Versehen. gerade aus Versehen Reshade deaktiviert. Moment. Oh, wie farblos mir das plötzlich vorkommt. Krass. Die sind beste Freunde. What? Wie ist das denn passiert? Oh mein Gott, und schaut mal. Hermia hat ja vorher so angetan reagiert, als sie an ihm vorbeigelaufen ist. Und er findet sie gar nicht gut. Hä, aber sie findet ihn auch nicht gut. Warum hat sie sich dann so, warum war sie dann so? Das ist ja weird. Das ist ja sehr weird. Oh, Hermia sollte vielleicht, ich glaube, ich muss sie was zu essen schicken. Die hat nämlich sehr, sehr großen Hunger. Mann, warum ist Beate jetzt gegangen einfach? Oh. Ich habe da aber noch jemand gespottet. Vielleicht können wir ja mit der reden. Wie heißt du denn? Lana. Hier, geh mal mit Lana reden. Ich habe das Gefühl, das Schicksal arbeitet so ein bisschen gegen den Romeo. Aber wir kriegen das schon noch hin. Es geht nicht anders. Aus Gründen muss er jetzt leider noch ein paar weibliche Freunde finden. Nein, warum hast du es jetzt wieder abgebrochen? Boah, Romeo, ey. Tu doch nicht so, als wäre das nicht auch genau dein Ziel. Ich weiß nämlich genau, was dein Lebensziel ist, Alter. 20 verschiedene Sims. 20. Das ist krank. Okay, können wir jetzt hier einmal bitte breakdancen? Nee, können wir nicht. Warum nicht? Nee, das war bei Unterhalten, ne? Aber es wird hier trotzdem nicht aufgeführt. Warum nicht? Vielleicht müssen wir sie erst besser kennenlernen. Oh, Pete geht baden. Ich will jetzt Breakdance sehen. Was hat er denn eigentlich für eine Angst? Mit Juliet verloben? Einige Sims haben Angst, sich dauerhaft zu binden. Kann ich mir vorstellen, dass er davor Angst hat, ja? Kann ich mir absolut vorstellen. Okay, jetzt haben wir hier 21. Kann ich jetzt Breakdancen? Nee. Ich hätte mich jetzt sehr, sehr gefreut, das zu sehen. Okay, jetzt vielleicht? Nein, dammit. Mach doch mal über Hobby reden, Musik und Tanz. Oh, und es ist voll spät. Ich glaube, ich muss mal die anderen ins Bett schicken. Upsi. Oder gehen die einfach von alleine? Ist irgendjemand. Nee, es ist einfach noch niemand ins Bett gegangen. Was läuft hier? Juli erzählt Victorio einen schmutzigen Witz. Oh, die sind alle im selben Raum. Wie unangenehm. Warum weint er? Was ist denn hier schon wieder passiert? Theo? Alter, wie sie alle fast umkippen, nur weil sie Romeo sehen. Das finde ich so krass. Oh, jetzt erzählt sie ihm doch. Oh, nö. Ihr macht mich wahnsinnig, ihr macht mich wahnsinnig. Die sind so blöd, die beiden. Es ist wirklich unfassbar. Ich muss kurz ein Bild machen.
Ich raste aus, irgendwann. Sehr bedrohlich. Haben wir es jetzt, ja? Habt ihr euch wieder eingekriegt? Lass ihn doch pinkeln jetzt. Du hast doch gesehen, dass er ganz dringend aufs Klo muss. Oh, er muss ganz dringend. Safe wird er gleich wieder geschubst. Mein Gott, ich drücke die ganze Zeit eine Taste und ich weiß gar nicht, ob es die richtige ist. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz schauen, ob ich jetzt überhaupt irgendwelche Screenshots gemacht habe. Okay, ich habe tatsächlich es geschafft, keinen einzigen Screenshot zu machen. Oh Mann. Ich habe so oft auf diesen Knopf gedrückt. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Lass mich raten. Jetzt prügeln sie sich nicht mehr. Jetzt, wo ich es einfach einmal kurz gerne nochmal sehen würde. Oh, der arme Mann. Die sind so doof. Okay, ich glaube, ich muss hier jetzt mal ganz kurz eingreifen. Und Victoria aufs Klo schicken, weil sonst wird das noch böse enden. Sehr böse. Okay, ja, und wo ist Romeo hin? Er ist ins Bett gegangen. Der Einzige, der noch wach bleiben sollte, und er pennt einfach. Ja, gut. Das, ja, okay, ja. Ich glaube, dann schicke ich den Rest jetzt auch ins Bett, oder? Die beiden quatschen noch ein bisschen. Wie ist da die Beziehung? Relativ gut. Die zwei Rotschöpfe, die sind schon auch sehr süß, muss ich sagen. Sehr schön, okay. Aber euch schicke ich auch ins Bett, weil es ist super spät. Es ist einfach 1:30. Ich weiß nicht, wie das schon wieder passiert ist. Okay, und hier wird gepokert. Aha. Wie cool sie da diese Chips rumschnipsen. Schaut es euch an. Die Pose. Oh, ich glaube, Theo hat gerade 30 Simoleons gewonnen. Ja, Leute, aber auch ihr müsst jetzt, glaube ich, pennen gehen, weil es ist einfach sehr, sehr spät. Theo bald. Wer fehlt denn jetzt noch? Wo ist Victorio? Ach, richtig, den habe ich ja pinkeln geschickt. Alles klar, dann darfst du jetzt auch aufs Klo gehen. Und jetzt sind, glaube ich, alle aufgeräumt. Ein Chaos hier, ein einziges Chaos. Na gut, aber das war es jetzt erstmal für die heutige Folge. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich auch ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns ganz bald in einer neuen Folge. Bis dann, tschüss!